Hola, señores, la 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 la, hola, señores, la 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 la, hola, señores, la 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 la. Ja, herzlich willkommen zurück zu der Legende von Zelda, Atem der Wildnis, kann man so sagen an der Stelle. Ach, ein böses Pferd. So, toll. Uff. So, okay, weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Turm, der hier irgendwo auf uns warten müsste. Müssen wir erstmal gucken, wie wir hier durch diese felsige Landschaft kommen mit dem Pferd. Denn mit Pferden ist das ja immer so eine Sache. Oh je. Okay, ich glaube, wir sind dem Fledermausschwarm erstmal ausgewichen. Ups. Ich glaube, die haben jetzt auch keinen Bock mehr, weil es Tag ist. Na du? Au. Boah, Alter, hat er mich weggeknüppelt. What the fuck? Hat das Pferd ihn gerade durch die Luft geschleudert? Hat das Pferd ihn... Wow. Hi. Hi. So. Wo ist der Boy? Uff, puh. Chabi. Ist gar kein Boy. Du bist wirklich stark. Sieht man dir eigentlich auch an. Das hier ist eine erbärmliche Belohnung, aber bitte nimm sie an. Monster-Essenz. Ach, warum nicht? Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Ach, die hatten wir schon mal. Okay. Erinnere ich mich gar nicht dran, aber kann natürlich sein. So, hier sind Pfeile, die nehmen wir natürlich mit. Das ist ja wohl klar. Und hier sind ein paar Steine, auch die drehen wir mal um. Es könnte ja was drunter sein, ne? So, und da vorne sehe ich doch schon den nächsten Croc für uns. Ich glaube, so einen Croc hatten wir noch gar nicht. Oh. Oh. Ja. Schön, dass ihr da seid. Aber Banditos ist ja da. Aber wir werden jetzt trotzdem erstmal was essen. Bevor wir hier gleich den nächsten Überraschungstreffer kriegen und dann Game Over sind. Also nicht Game Over, aber tot sind. Darauf habe ich keine Lust. So. Und zwar hier. Wenn man hier drüber hüpft, kommt doch bestimmt ein Croggy. So ist es. Nächster Croc. Und damit weitere Samen für Maronos. Das klingt ja irgendwie falsch. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Richtung Violett. Okay. Richtung violetten Licht. Da müssten wir hin. Da rechts ist wieder... Oh, Entschuldigung. Da rechts ist wieder das Schloss zu sehen. Das Pferd ist halt... Hat nicht so die Mega-Ausdauer. Ich natürlich respektieren. Bleibt mir noch übrig, ne? So. Wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung. Ich frage mich nur, wo der Turm ist, weil der kann ja auch nicht so ultra weit weg sein. Auf der anderen Seite haben wir halt hier auch ein relativ großes Gebiet und da ist ein Leune. Keine Sorge, mit denen legen wir uns auch noch an. Beziehungsweise wir haben uns ja schon mal mit einem angelegt, ne? In der Nähe des Sora-Dorfes haben wir mal einen gekloppt. Aber das muss jetzt nicht unbedingt wiederholt werden. Ich weiß auch nicht mehr, was das für ein Leune war. Eventuell war es auch nicht so ein Ultra-Hardcore-Leune, weil da gibt es ja auch nochmal verschiedene Farben, so wie bei den Bockblins. Das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das ein relativ entspannter war vielleicht. Weil es ja auch sozusagen der erste ist, den der Spieler trifft. Spiel leitet dann ja schon so ein bisschen darauf hin. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, im super Nebelwald offenbar. Was ist denn das? Ihh. Sollen wohl Bäume sein, aber die sehen nicht so ganz gesund aus. Und da drüben ist auch ein Baum auf einer einsamen Insel. Dann schauen wir uns doch auch gleich mal an.
Sieht ja sehr verdächtig aus. Fast so, als wäre da irgendwas, oder? Also, es ist ja... Na gut, wir spielen mit. Wir fliegen darüber. Gucken uns den Kram an. Was soll schon passieren? Boah, ich dachte schon, das wären Gegner, aber es waren zum Glück nur Fische. Oh, fuck. Wir beeilen uns mal besser, denn es ist Gewitter vorausgesagt. Das bedeutet, dass wir niemals hochkommen. Oh, 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 und es fängt an zu regnen. Ich kotze doch. Das kann nicht sein, ey. Das könnte jetzt ein kleines Problemchen geben. Und mit kleinem Problem meine ich, mit ein bisschen Pech ist das hier gerade unser Tod. Brauchen wir eigentlich nicht mal ein bisschen Pech dazu? Das ist sogar ziemlich sicher unser Tod. Oh Mann! So ein Käse, ey! Okay, pass auf, wir machen das anders. Wir brauchen Eissäulen. Sonst geht das nicht. Eissäulen geht das leichter. So, wie weit weg kann ich eine machen? Naja, nicht so weit weg. Das heißt, wir schwimmen erstmal zur ersten Eissäule und erstellen dann einfach eine zweite, würde ich sagen. Und dann einmal ganz vorsichtig hier rangeschwommen. So, wenn wir Bock haben, können wir sogar noch eine dritte erstellen. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Freut mich, Daruk. Was auch, glaube ich, schon ewig her, dass wir den letzten Titanen hatten, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Ich bin der Meinung, es ist ewig her, aber wie gesagt, vielleicht täusche ich mich da auch. So, und jetzt sollte es doch trotz Regen eigentlich kein Problem mehr sein. Genau, weil hier kann man sich auch erholen. Das war ja die Spalte, wo ich auch sowieso gerade hin wollte. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl mit den ganzen Knochen, die hier rumliegen. Ich habe immer sowas von kein gutes Gefühl. Ja, und ich weiß auch wieso. Alter! Nix wie... Boah, danke, Mifa. Ach, du Kacke, Junge. Ich bin sowas von hier weg. Was? Was für ein ekelhafter Hinterhalt, bitte. Alter Schwede. Einfach die komplette Unterwelt wartet auf mich, so nach dem Motto. Nix wie weg. Alter Schwede, ey. Das war fies. So, aber die Sonne kommt langsam wieder raus, oder? Oder war es gerade nur der Blitzeinschlag, der es hell gemacht hat? War offenbar nur der Blitz. Schade. Ach Gott. Hi. Nein, nix AU. Wenn die AU machen, greifen die nämlich im nächsten Moment an. Das haben wir schon gelernt. Okay, ich würde sagen, wir schnappen uns einfach mal unser Pferd. Die hüpfen da hinten immer noch rum, ey. Die Kranken. Schnappen uns einfach mal unser Pferd und lassen das hier mal einfach so sein, wie es ist. Und ich gucke, dass wir einfach mal weitergehen. Da vorne ist der Turm dieses Gebiets. Versuchen einfach mal dahin zu kommen. Wird schon nicht so schwer sein, oder? Was ist denn das hier jetzt schon wieder? Okay, das war auffällig. Ich will ja fast schon sagen, hier ist noch einer, oder? Alter. Warum will das Spiel eigentlich so derbe verarschen? Das war knapp. Das war auch knapp. Eine Güte. Jetzt reiten wir auch noch Richtung Schloss zu. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich
will eigentlich viel mehr da links hin, aber da ist überall Wasser im Weg. Ah, hier ist auch ein Weg, wie es aussieht. Sehr gut. Und es hört auf zu gewittern. Na, ein Traum. Ist das ein Traum hier? Boah, wie nah wir im Schloss sind. Das sollte mir eigentlich zu denken geben, weil in der Nähe des Schlosses waren bis jetzt immer ziemlich ekelhafte Kreaturen. Aber so nah waren wir im Schloss, glaube ich, noch nie in diesem Let's Play. Aber von hier aus ist es offenbar kein Problem. Und diesen Baum da in der Mitte, den ganz großen, den haben wir schon mal gesehen. Das ist so ein violetter, rosa, wie auch immer, Baum. Halt so dieses hellere Rot, was kein Rot ist. Weil Männer wissen ja nicht, wie Farben sind. Aber jetzt mal ohne Spaß, das Klischee stimmt bei mir halt vollkommen. Wenn du mir irgendwie kommst mit, ja, das ist nicht orange, das ist Aprikot oder... Am besten finde ich Lachsfarben. Also Lachsfarben verstehe ich wirklich nicht. Weiß ich, wie es bei euch ist? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie ihr da vielleicht sogar Wert drauf legt. Ist natürlich voll okay, wenn es so ist. Aber in meinen Augen gibt es kein Lachsfarben, sondern jeder Lachs ist einfach orange. Und das war's. Aber okay, da gibt es wohl offensichtlich verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Naja. So. Was liegt denn hier rum, ey? Heftig. Ah, der Turm scheint ja wieder richtig gut bewacht zu sein. Ich würde sagen, den klären wir jetzt aber auf jeden Fall noch. Den machen wir jetzt noch frei. Okay, da sind Gegner, alles klar. Dann lade ich mal Banditos hier. Der muss da nicht mit reingezogen werden. Ich fürchte, da sind sogar ganz gute Gegner. Okay, das ist nur so ein Exalfoss. Und bam, 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 Junge, hat richtig Bam gemacht. Hallo? Danke, Link. Yes. Moblin kriegt seine Abreibung. Da sind wir noch ganz nett. Na super. Das war ja stark. Und Flatsch. Und Flatsch. Oh, schade. Ah, die Exalfoss sind nicht so leicht zu besiegen. Weil die halt immer so rumdancen. Dann gehen sie mal weg. Dann kommen sie mal wieder näher. Dann stecken sie mal im Boden fest. Ja. Und das war in dem Fall dein Untergang. So. Eieiei, das kann ja hier wieder was werden, du. Das sieht ja hier alles sehr einladend aus. Bei diesem Turm. Uff. Na gut, jetzt hat er... Na, ach komm, ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Soldatenschwert, okay. Okay, nett. So, was mit dir da vorne? Du bist ein toter Wächter, das ist gut. Ah, natürlich. Natürlich ist das dieser Glibber, in dem man sofort untergeht. Natürlich ist es das. So, und den da muss ich mit dem Eispfeil abschießen. Uff. Uff. Es ist nicht wahr, ey. Alter. Aber ich bin auch schlecht, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Endlich. Kann ich hier eigentlich... Das kann ich hier sogar anwenden. Boah, das wusste ich gar nicht mehr. Das macht es natürlich um einiges leichter. Glaube ich.
Ist trotzdem nicht ungefährlich. Nicht, dass der Eindruck hier aufkommt. Aber gut, so können wir es erstmal lassen. Dich sehe ich natürlich, Junge. Meinst du eigentlich, wen du hier verarschen kannst? Da einmal auftauchen. Hi. Und tschüss. So. Turm der Wälder, okay. Es ist doch nicht wahr. Und natürlich geht das Ding einfach kaputt. Oh Mann. Also manchmal ist es schon nicht zu fassen, was hier passiert. Ja. Ist das Ding jetzt kaputt gegangen? Ich verstehe es nicht. Aber ist egal. Wir schaffen das schon. Das zählt ja zum Glück nicht mal als tot so richtig. So. Alter, muss man hier lang hochkraxeln. Mein lieber Mann. Ich hoffe, wir haben noch irgendwelche Ausdauermedizin zur Not. Könnte sein, dass wir die brauchen. Alter, ist echt lang, ne? Das ist ein verdammt hoher Turm und die erste Plattform kommt extrem spät, muss man sagen. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem. Auch ohne Medizin. Aber ich glaube, ohne die Kletterausrüstung wäre es deutlich schwerer gewesen, hier was hinzubekommen. Gut, kurz Luft holen, Link. Und weiter geht's. Gut, jetzt können wir das Tempo auch ein bisschen erhöhen. Weil das hier sollten wir ja auf jeden Fall schaffen. Und einmal den Turm aktivieren, bitte. Es ging jetzt eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her. Also, wenn ich mich da an den letzten Turm erinnere, der war dann doch um einiges schwerer. Mein Gott, war der schwerer und war der vor allen Dingen auch scheiße. Der Turm hier ging. Auch wenn er so einen komischen Helm auf hat. Schön. So, zeig her die Karte. Was haben wir hier? Aha. Interessant. Jetzt sehen wir zumindest mal dieses eine Gebiet, das in Nebel gehüllt ist, mal etwas genauer. So, ich weiß nicht, was wir hier markiert haben, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Salia-See, okay. Mido-Sumpf. Makoro-Insel. Deubran-Ruinen. Ja gut, ist hier Krokto runter, zufällig? Nö, ein Bernstein. Lol. Lol, 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 lol. So, jetzt überlege ich mir gerade mal, wie ich hier am besten runterspringe, oder runtergleiten lasse. Soll ich mich jetzt hier noch auf einen Fight einlassen mit dem Pöbel? Bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das so schlau ist. Ich glaube, das machen wir nicht. Hier ist bestimmt ganz toller Loot in den Kisten. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach keinen Bock auf Stress. Muss auch mal erlaubt sein, oder? So, wir gehen mal da lang, weil ich glaube, da vorne ist so eine Art Eingang in dieses Nebelgebiet. So. Na, willst du wieder jaulen? Nö. Wow, der ist einfach von sich aus weggerannt. Das ist neu. Und es ruckelt. Interessant. Interessant. Absolut interessant. So, liebe Freunde der Sonne. Was wartet denn hier auf uns?
Wow, 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 wow. Okay. Nebelgebiet ist nebelig. So viel sei schon mal gesagt. Ich glaube doch nicht, dass das der offizielle Eingang war. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Kann das sein? Na, guck mal. Da vorne ist irgendwas. Sieht so aus, als wäre das hier der richtige Weg. Alter, dieser Nebel. Verlorene Wälder. Okay. Hi. Warum ist hier so eine Fackel? Vorne ist auch eine Fackel. Da hinten ist noch eine Fackel. Müssen wir uns einfach an den Fackeln halten. Es wird ja hier ein Fackellauf. Okay, wenn wir uns an den Fackeln halten, kommt offenbar kein Nebel, um uns zu holen. Gut. So, ich sehe da hinten die nächste Fackel. Kommen wir da hin? Ohne zu sterben? Oh, da ist noch eine Fackel. Ups, die habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Die habe ich ja gar nicht gesehen. So, und jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Da waren wir ziemlich sicher schon. Warte mal, ich gehe nochmal zurück zu der Fackel. So, da hinten sind Fackeln. Da hinten sind Fackeln, auf jeden Fall. Können wir da jetzt einfach hinlaufen? Offenbar. Okay, gut. Bin ich mit einverstanden. Hier kriegen wir eine Fackel. Ich nehme die mal mit. Ich glaube, die kriegen wir nicht ohne Grund. Ach, lol. Und hier ist eine Truhe drin. Ich halte es im Kopf nicht aus. Waldlanze, Stärke 11. Diese Lanze haben die Crocs für Hyliana angefertigt. Hi, Hyliana. Sie ist leicht und robust. Die Spitze ist aus besonders hartem Holz geschnitzt. Aus Hartholz sozusagen. Stärke 11. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich nehme sie trotzdem aus der Truhe raus. Einfach, damit die Truhe zu den Prozentern zählt. Weil wir wollen ja dann schon wissen, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, wie viel Prozent wir auch geschafft haben. Ich denke mal, 100 werden es auf keinen Fall. Also wenn ich 50 schaffe, wäre ich schon sehr glücklich. Aber ich glaube nicht, dass wir 50 schaffen. So, die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt einfach mal hier geradeaus weiterlaufen oder so? Ach so, und wir haben ja die Fackel bekommen. Wir haben ja die Fackel bekommen. Ich frage mich, wenn ich jetzt die Fackel habe, ob ich jetzt hier einfach so durchlaufen kann. Ich laufe einfach mal geradeaus. Na, das geht offenbar nicht. Und jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Okay, aber ich gehe erstmal geradeaus. Weil bis hierhin zum Beispiel hat uns noch niemand... Oh, 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 oh. Ah, oh, Mist. Ha, oh, immer. Inne, immer, inne, inne. Ah, okay, also geradeaus ist nicht unbedingt richtig. Ich glaube aber ein Stück weit geradeaus sollen wir schon gehen, oder? Woher soll ich denn wissen, wohin ich gehen muss? Muss ich einfach hingehen, wo es so aussieht, als wäre da ein Weg? Offenbar nicht. Ja. So leicht kann man ihm nicht mehr entkommen, wie es vorhin war. Ich verstehe, warum die verlorenen Wälder verlorene Wälder heißen. So viel verstehe ich. So, bis hierhin komme ich. Dann
Hier lang? Vielleicht? Ich bin noch nicht tot. Ist das ein gutes Zeichen? Oh oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Aber warte mal. Das heißt, wir dürfen da nicht lang. Das heißt, es geht vielleicht hier lang. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Wo sind wir? Wehe, ich bin wieder am Ausgang. Oh nein, ich bin wieder am Ausgang, oder? Oder? Bin ich am Ausgang? Das ist der Baum. Warte mal. Ich bin nicht am Aus. Der Nebel verzieht sich. Das ist nicht der Ausgang. Was es ist, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Haha, Cliffhanger, mir egal. Nee, aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Kommt schon, Leute. Da wird mir keiner böse sein, oder? Die Folge ging jetzt schon lang genug. Das würde alles nur noch sehr. Nur noch umso mehr in die Länge strecken. Aber wir haben es irgendwie durch den Wald geschafft. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt richtig gemacht habe. Aber wir haben irgendwas richtig gemacht. Ja. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dann schauen wir uns diesen wunderschönen Baum an. Ich hoffe, da kommen wir einfach so hin ohne weiteres. Das wäre schön. Also, bis dahin. Und ich sag ciao.